Oh, moin und hallo. Wir sind wieder unterwegs. Diesmal ist Heike mitgekommen. Wir sind zurzeit am Edersee und werden noch 3-4 Stationen mitnehmen, bis wir in der Eifel sind. So, lasst euch überraschen. Stopp. Ja, es werden dann interessante Bilder wieder werden. Mal gucken, was uns erwartet. Wo wir übernachten, kann ich auch noch nicht sagen. Die Campingplätze sind ja alle noch zu. Und ich habe da schon ein paar Stellplätze rausgesucht. So, jetzt wollen wir ein paar Bilder machen. Und bis später. Die Nächte sind einsam. Der Himmel ist grau. Wer will schon allein sein? Dieses Gefühl kenne ich ganz genau. Bin zu oft gescheitert, hab so viel riskiert. Doch der Moment ist da, es wird endlich wahr. Ich kann nicht glauben, dass es passiert. Ich hab mein Leben lang gewartet, hab schon nicht mehr daran geglaubt. Hab den Moment so sehr herbeigesehnt, in dem du meinen Atem brauchst. Einfach Hals über Kopf. Ja, hier sind wir eigentlich in einer kleinen Westernstadt, aber wo eben die kleinen Häuser zu Hotelzimmern umgebaut worden sind und kannst du übernachten, aber eben durch Corona nicht der Fall, ne? Schade. Schönes Anwesen. So, unser nächstes Ziel ist jetzt die Edersee-Staumauer. Und wollen wir mal gucken, was wir da für Bilder schießen, ne? Wie ihr seht, ich drehe mich da noch mal ein bisschen. Einmal mal rum. Nichts los, wir sind die einzigen Gäste. Also, Platz ohne Ende. So, hier ein paar Bilder. Sur la plage, le coffre à chocolat rempli des trésors de cet âge et des photos de toi. J'ai vu la joie qui maintenant a ridé ton visage. J'ai vu le même regard d'enfant qui a grandi et pourtant dans tes yeux je vois le monde. Dans tes yeux tout est plus grand. Dans tes yeux je reprends foi. Ja, da ja alle Stellplätze geschlossen sind hier am Edersee, haben wir uns dann einen schönen Parkplatz ausgesucht, ganz alleine. Und stehen hier die ganze Nacht. Also, man braucht keine Stellplätze. So, dann bis morgen. Und ja, ich melde mich wieder. So, hier stehe ich noch mal immer am Edersee. Das ist denn hier der Wohnmobilstellplatz. Ich drehe mich da mal, dann könnt ihr den sehen. Da, wo das Auto steht. Und jetzt sind wir einmal um den See gefahren, wie immer, auch heute, überhaupt nichts los. Und jetzt geht es weiter in Richtung Bonn, an den Rhein. So, das war's erstmal, ich melde mich. So, hier sind wir jetzt in Freudenberg. Dort wollen wir mal eine historische Altstadt angucken und wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Bis dann gleich.
So, der Tag ist jetzt langsam zu Ende. Wir haben jetzt heute, glaube ich, 17 Uhr und wir sitzen jetzt oder übernachten heute in Härchen an der Sieg. Ein Stellplatz, ja, mit Strom. Wir stehen alleine und am Fluss. Das wird ruhig. Der Stellplatz ist in einer Siedlung oder an einer Siedlung. Und ja, ich gehe mal von aus, wenn der hinter mir mit seinem Rasenmäher fertig ist, dann habe ich auch Ruhe zum Schlafen. So, das war es erstmal. Nochmal nachher ein paar Bilder von diesem Platz. Und dann melde ich mich morgen wieder. Dann sage ich tschüss. Ja, guten Morgen. So, den Platz habe ich euch mal kurz gezeigt. Ist nichts Besonderes. Es sind 4 Stromanschlüsse hier. Funktioniert auch. Habe ich gerade ausprobiert. So, und jetzt geht es weiter in Richtung Rhein. Aber als erstes ist, wir müssen erstmal eine Entsorgungsstation anfahren. Habe ich mir schon ausgemacht. Und dann melde ich mich wieder. So, bis später. Tschüss. So, jetzt sind wir hier am Rhein, haben jetzt gerade, wie ihr gesehen habt, das Fahrzeug geparkt auf einem großen Parkplatz. 2 € pro 3 Stunden. Und jetzt gehen wir mal zur Burg. Wie weit wir laufen müssen, das weiß ich noch nicht, aber wir werden sehen. Mal gucken, was wir für Bilder schießen. Bis dann. Tschüss. Ja, wie man es hier auch wieder sieht, ist alles dicht und ich kann eigentlich dann nur mit dem Kopf schütteln, wie man noch eine ganze Wirtschaft an die Wand fahren kann. Und innerhalb von einem Jahr. So, jetzt geht es weiter Richtung Schloss. Geht immer hier berghoch, das ist anstrengend. So, bis später. So, oben angelangt, konnten wir natürlich nicht aufs Gelände, aber naja, okay. Corona, das sind dann eben die Nachteile davon, dass du nicht alles sehen kannst und dass ich nicht reinkomme, das ist auch klar. Wir hatten ja auch den Hund dabei, aber gut, guter Spaziergang ist auch gut. So, bis später. Hier sind wir in Bad Münstereifel. Da werden wir uns jetzt mal die Stadt angucken. So, bis gleich.
Ja, wir sitzen jetzt hier, ich muss mal lesen, zwischen Euskirchen und Mechernich auf einem Parkplatz und ja, schön mit Grün, habt ihr eben gerade auf die Bilder gesehen. Hier werden wir die Nacht verbringen und morgen geht es weiter durch die Eifel Richtung Aachen. So, bis dann und tschüss. Ja, guten Morgen. So, hier in Satzwey haben wir erstmal gut geschlafen, waren ganz alleine heute Nacht. War ja auch Ausgangssperre. So, jetzt fahren wir nach Heimbach zum Entsorgen und dann zu Ufftal, glaube ich, habe ich richtig gesagt, Ufftalsperre. Und dann geht es weiter nach Aachen und Bilder folgen. So, das war es erstmal. Bis später.